Und damit gehen wir weiter zu unserem nächsten Impuls. Denn nicht nur Texte sind wichtig, auch Bilder sind wichtig, Fotos sind wichtig. Und auch was es denn ankommt bei gelungenen Fotos, das wird uns Benjamin Stolle in unserem nächsten Impuls erzählen. Miriam. Genau. Um Fotos geht es jetzt in den nächsten, ich weiß es ganz genau, 17 Minuten. Denn ich habe es zu Beginn angekündigt, wir haben heute zwei Impulse, die wir als Aufzeichnung einspielen. Und Ben hat auch kurzfristig einen Auftrag reinbekommen, deswegen hat er für euch seinen Impuls aufgezeichnet. Und ich würde sagen, ich starte wieder meinen Bildschirm. Ihr dürft euch jetzt wieder gerne zurücklehnen und vielleicht sei so viel verraten, das erste Bild seiner Aufzeichnung. Er hatte mich und erklärt aber auch, warum. Also viel Spaß. Was habe ich hier gerade gemacht? Ich habe meine Katze in die Kamera gehalten. Und viele werden sich jetzt denken so, oh, eine Katze. Oder, hä, was soll das? Aber ich habe Interesse geweckt, weil ihr ganz bestimmt das nicht erwartet habt. Und so funktioniert grundlegend Marketing. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit von Instagram und TikTok, wo alle nur einfach so am Durchswipen sind, müssen wir versuchen, im Marketing und auch als Fotografen und Videografen das Interesse der Leute zu wecken und diese Swipe-Geste zu beenden, damit die Leute bei uns bleiben und unserer Nachricht und unserer Message Gehör schenken. Das kann mit einer Katze funktionieren, das kann mit einer Message funktionieren, mit einem Warnsignal, irgendwas, das eine Hook bildet. Und die muss bei Videos innerhalb der ersten 3 Sekunden platziert sein, bei Fotos und sonstigen Sachen. Durch grelle Farben, durch auffällige Kontraste, durch irgendwas, durch einen Störer, mehr oder weniger, muss das platziert werden. Genau. Ich bin Ben, ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren Fotograf und arbeite Teilzeit im Marketingbereich, im Social-Media-Bereich für eine Reha-Klinikkette. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und euch mit meinem Wissen vielleicht den einen oder anderen Mehrwert bieten kann. Ich filme das jetzt gerade alles hier mit einer Vollformatkamera im Videomodus und möchte euch heute einfach mal zeigen, dass es auch anders geht. Das ist ein iPhone, das ist ein iPhone 14, ganz normal im Kinomodus auf 4K gestellt und das Bild ist grundlegend für alles, was man im Social Media macht und auch für Instagram oder TikTok machen will, mehr als ausreichend. Klar, die Videoqualität ist immer auch ein Punkt, der wichtig ist, der auch entscheidend ist und auch dann im Endeffekt mit ein Faktor ist, ob ich mir dieses Video angucken möchte oder nicht. Aber viel entscheidender ist einerseits die Tonqualität und der Inhalt. Es gibt drei Faktoren, die wichtig sind für guten Inhalt. Das ist entweder einmal ein Mehrwert bieten, Unterhaltung, oder etwas Persönliches. Da wir aber vielleicht eher versuchen wollen, Mehrwert zu generieren, um Kunden auf uns aufmerksam zu machen, um Kunden für uns zu gewinnen, würde ich mich jetzt erstmal auf den Faktor Mehrwert konzentrieren. Und die anderen beiden Sachen kann jeder für sich entscheiden, wie weit er Persönliches zeigt oder sich zum Pausenclown macht oder zum Kasper. Ich könnte euch jetzt viel erzählen über die ganzen technischen Aspekte, die in der Fotografie wichtig sind. Da gibt es Werte wie Brennweite, da gibt es Werte wie Belichtungszeit, da gibt es Werte wie Blende und ISO. Und da gibt es hunderte von Videos auf YouTube, die das alles erklären. Es gibt Fachbücher dazu. Und das sind alles Werte, die man eigentlich beim Smartphone nur bedingt einstellen kann. Die Objektive sind fest. Die neuesten iPhones haben hinten drei Objektive dran. Da wird nochmal mit internen Spiegel, Prisma, Periskop-Geschichten da irgendwas rumgetrickst. Und das ist alles schön und gut und funktioniert super. Aber im Endeffekt bringt euch das im ersten Moment eigentlich recht wenig. Die Blende ist fest. Die Blende ist die Öffnung des Objektivs. Wie weit kann man da irgendwie durchgucken? Wie viel Licht kommt auf das Objektiv? Das ist fest vorgegeben. Der ISO-Wert wird meistens sowieso vom Telefon selber eingestellt und dann über ganz viele tolle Algorithmen und künstliche Intelligenzen im Nachhinein wird da sowieso nochmal sehr viel getrickst und gemacht und getan. Von daher
spare ich mir das jetzt alles und komme auf Punkte, die ihr für euren hochwertigen Internetauftritt braucht. Da gibt es einmal die Perspektive, da gibt es einmal das Licht und dann gibt es die Umgebung. Die entscheidend sind für euch. Ich arbeite jetzt hier gerade mit einem künstlichen Licht. Ich habe hier eine große Softbox aufgebaut und würde euch mal ganz kurz ein Behind the Scenes zeigen. Und zwar, so sieht das gerade auf der anderen Seite aus. Ich habe hier meine Kamera, hier noch das andere iPhone und hier eine große Softbox. Wichtig ist ja immer zu wissen, es wird nie das beste Produkt gekauft, sondern es wird immer das Produkt gekauft, was am besten dargestellt ist. So, jetzt kommt drauf an. Habt ihr ein physisches Produkt, was ich anfassen kann, was ich in Szene setzen kann, wovon ich Fotos und Videos machen kann? Seid ihr das Produkt? Dann kann ich von euch Porträts machen oder ihr von euch Porträts machen, Selfies machen, in die Kamera sprechen, Stories, tralala. Oder habt ihr eine elektronische Dienstleistung, die man am besten über Erklärvideos darstellt? Software, Apps werden meistens damit dargestellt, dass eine Person irgendwo steht, ein iPad in der Hand hat, ein Smartphone in der Hand hat und dann entweder da drauf guckt oder in die Ferne guckt, nachdenkt, sich freut. Und dann meistens kommt sehr viel Text dazu oder ein Erklärvideo, wo das Produkt erklärt wird. Darum soll es heute nicht gehen. Ich würde mich heute eher auf den Faktor konzentrieren, Mensch und Produkt. Wobei man sagen muss, die richtige Ausleuchtung und die richtige Perspektive ist bei der Produktfotografie wesentlich entscheidender als bei Menschen, weil es bei Menschen beim Fotografieren immer darauf ankommt, wie ist die Ausstrahlung. Wenn ich ein Produkt vor mir habe, sei es ein Stift, sei es ein Pinsel, ein Backstein, ein Legostein, ein Modellauto, was auch immer, ich kann dem Auto stundenlang Dinge erzählen und es wird sich maximal wird es einstauben in der Zeit. Das heißt, ich muss da mich sehr doll darauf konzentrieren, was sind die Beschaffenheiten meines Produktes? Ist die Oberfläche glänzend? Ist die Oberfläche matt? Habe ich viele Details, die ich zeigen muss? Ist mein Objekt eher hoch? Ist mein Objekt eher breit, tief, lang, was auch immer? Kann ich das Produkt, ändert sich das Produkt über verschiedene Zustände? Also ändert es die Farbe, wenn es warm wird? Fließt es weg, wenn es nass wird? Das sind alles Sachen, die ich in meinen Fotos oder auch Videos zeigen muss, um das Produkt dem Kunden nahe zu bringen. Damit er weiß, ah, okay, das Produkt kann das und das und ich brauche diese Fähigkeit des Produktes, weil XY. Oder dieses Produkt macht mein Leben leichter, weil XY. Dabei kommt es dann halt auf die Faktoren an: Perspektive, Licht, Umgebung. Ich zeige euch ein Beispiel von meinem letzten Frühstück. Hier habe ich einmal das Bild, wie ich das Produkt am wenigsten vorteilhaft fotografiert habe. Es handelt sich hierbei um einen Croissant-Auflauf und den von der Seite zu fotografieren, ja, weckt bei mir nicht wirklich das Bedürfnis, dass ich das jetzt haben möchte. Es zeigt zwar, dass ich das jetzt in einer Auflaufform mache und es höchstwahrscheinlich aus dem Ofen kommt und deshalb vielleicht heiß sein könnte, aber ja, so richtig Lust habe ich jetzt darauf nicht. Richtig interessant wird es halt erst, wenn ich meine Perspektive ändere und von oben drauf fotografiere, weil ich da am meisten und den schönsten Teil dieses Produktes zeigen kann. Wichtiger Tipp noch für Videoproduktionen: Schaltet alle Handys, die in der Nähe sind, aus. Packt sie in den Flugmodus. Denn jeder Anruf und jede Nachricht kann euch das Video versauen. So, wichtig ist dann bei solchen Sachen noch, ein Detailbild davon zu machen, einfach nochmal, um den Fokus mehr darauf zu legen. Ah, was ist da drinnen? Ah, da sind Bären drinnen. Siehe zweites Bild. Fertig. So würde ich jetzt beispielsweise beim Essen dieses Produkt, dieses Essen fotografieren. Hätten wir jetzt beispielsweise einen Burger, würde ich den eher von der Seite fotografieren, um die verschiedenen Schichten des Burgers zu zeigen. Ne? Ich habe mein Brot, dann habe ich vielleicht meinen Salat, dann habe ich da mein. So würde ich zum Beispiel einen Burger fotografieren. Einfach bloß, um zu zeigen, was erhalte ich am Ende. Wir gehen gleich auch nochmal in die Bildbearbeitung rein. Da zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ich dieses Bild am Handy bearbeiten würde, weil das Bild habe ich auch bloß mit dem Handy gemacht. Es war ein ganz einfaches Set. Es war einfach nur ein Fensterlicht ohne irgendwas weiteres, wo wir auch zum Thema Licht kommen. Wenn ihr fotografiert, seien es Produkte, seien es Menschen, noch keine Ahnung im Fotografiebereich, dann sucht euch weiches Licht. Weiches Licht bedeutet, wie hier, ich habe eine große Lichtquelle. Ihr könnt einfach ein Fenster nehmen.
Ist eine große, weiche Lichtquelle. Wenn ihr draußen Fotos macht, auch da genau das Gleiche. Geht an einem bewölkten Tag raus, sucht euch eine schattige Ecke. Wenn die Sonne Juli Mittagszeit Fotos draußen machen, geht in den Schatten. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Geht nicht in den Park. Im Park habt ihr sehr viel Grün rundherum. Das Grün reflektiert. Und diese Reflexion kriegt ihr dann auch wieder auf die Menschen oder auf euer Produkt zurück. Das heißt, ihr verfälscht euch eure eigene Farbe eures Produktes. Und das dann im Nachhinein in der Bildbearbeitung rauszuholen, ist sehr anstrengend und sehr unschön und macht auch kein Profi sehr gerne. Da hilft euch auch selten eine KI weiter. Dadurch die Empfehlung, sucht euch ein neutrales Weiß. Zur Not nehmt einen weißen Schirm mit, haltet den einfach drüber, der macht ein weiches, weißes Licht und ja, damit könnt ihr ganz gut arbeiten. Jetzt noch zum Punkt Menschenfotografie. Bei Menschen ist es halt anders. Wie gesagt, da spielt Licht natürlich auch eine wichtige Rolle. Gerade weiches Licht ist da auch sehr zu empfehlen. Und dann kommt es aber echt drauf an, wie redet ihr mit den Menschen? Wenn ihr jemanden fotografiert oder auch selbst, wenn ihr euch selbst fotografiert, bringt euch in eine gute Stimmung. Denkt jetzt nicht an die nächste Steuererklärung oder an das Knöllchen, was noch bezahlt werden muss, weil dann gehen sofort die Mundwinkel schon nach unten. Sondern denkt zum Beispiel als erstes an Peanut, die Katze aus dem Intro. Oder an den nächsten Urlaub. Oder an die nächste Gehaltserhöhung, die nächste fünfstellige Rechnung, die ihr schreiben werdet. Denkt an was Schönes, bringt euch in eine gute Stimmung, bringt den Gegenüber in eine gute Stimmung. Ich mache es genauso, wenn ich Porträts mache. Ich sage immer, denkt an was Schönes, Urlaub, Freibier. Da ist das Licht, wie gesagt, nur zweitrangig. Da ist wichtig, dass der Charakter desjenigen auf dem Bild gut rüberkommt und dass man denkt, hey, die Person ist cool, mit der Person möchte ich zusammenarbeiten, die Person möchte ich kennenlernen. Und was meine ich mit Umgebung? Ja, Umgebung ganz einfach. Beim Produkt oder auch bei Menschen versucht den Hintergrund so einfach und sauber wie möglich zu halten. Also jetzt zum Beispiel bei mir. Ich habe jetzt hier eine weiße Wand, hier noch ein Fenster, was mit Vorhang zu ist. Keine wilden, bunten Bilder mit kleinen, feinen Mustern oder wilde Party-LEDs oder sonstiges. Das lenkt alles von eurem Inhalt ab. Das lenkt von euch ab, das lenkt von eurem Produkt ab. Halt, keep it simple. Keep it simple, so einfach wie möglich. Und das ist für den Anfang echt das Beste. Das sind die Basics. Ich meine, jedes normale Produktbild, wenn ihr auf Amazon seid, ist erstmal nur das Produkt zu sehen, auf weiß, nichts Spezielles. Weil man auch, ne, man ist so klein unterwegs, man hat das Bild so klein, dann ist man vielleicht noch auf dem Handy, man hat jetzt hier nur so ein kleines iPhone, was da so mit so einem Mini-Display irgendwie unterwegs ist. Euer Produkt oder ihr müsst halt erkennbar sein. Und das bringt halt nichts, wenn man nicht weiß, gehört die Person jetzt zum Hintergrund, gehört der Hintergrund zur Person, was, wie, wo. Keep it simple. So, ich würde sagen, wir gehen mal runter aufs iPhone. Ich zeige euch das Bild, was ich gerade fotografiert habe. Und wir überarbeiten das jetzt einfach mal live. Also, ich habe jetzt Lightroom geöffnet und habe in Lightroom dieses Bild geöffnet. Als erstes, ich würde jetzt sagen, ich möchte das Bild auf meinem Instagram-Account posten in meinem Profil. Das heißt, ich stelle als erstes hier unten ein, Original ist das 9x16. Ich nehme jetzt aber 4 zu 5. Schiebe das hier noch so ein bisschen in die Mitte und habe jetzt mein Bild erstmal zugeschnitten auf das Format 4 zu 5, weil das das beste Format ist, was man im Instagram haben kann für Postings. So, dann sehen wir hier oben diese lustigen Wellen und ich gehe mal hier in die Lichter rein. Wenn ich jetzt hier mit den Lichtern nach links oder rechts schiebe, ne, nach links, schieben sich diese Wellen nach links und nach rechts schieben sie sich nach rechts. Und diese Wellen, das nennt sich Histogramm, und dieses Histogramm zeigt euch einfach bloß an, wie gut beleuchtet ist mein Bild. Also, ich würde das jetzt noch ein bisschen heller machen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen den Kontrast erhöhen. Der Kontrast zeigt einfach an, wenn sich das sehr breit fächert, das Bild, haben wir einen hohen Kontrast. Wenn wir das so, dann haben wir halt sehr wenig Schwarz und sehr wenig Weiß. Also, ihr seht schon, das Holz wird so ein bisschen gräulich und auch das Weiß, der Puderzucker wird nicht so schön. Gehen einfach mal hier so ein bisschen im Kontrast hoch. Jetzt gehen wir nochmal in die Lichter, das sind nur die hellen Werte. Das sieht man auch, dass sich nur der rechte Teil von der Kurve so zieht. Ja, machen wir auch bloß so ein bisschen. Tiefen gehen wir noch ein bisschen rein. Ich will noch ein bisschen mehr Knack haben, ein bisschen mehr Schärfe. So, das lassen wir. So, dann gehen wir nochmal in die Farben. Hier haben wir jetzt die Farbtemperatur. Hier kann ich jetzt sagen, wie warm oder kalt soll mein Bild werden. So, ich würde jetzt hier noch ein bisschen mehr, das Ganze noch ein bisschen weißer machen, ein bisschen wärmer machen.
Ja, noch ein bisschen die Tonung, die bringt nochmal so ein bisschen Lebendigkeit rein, das ist ja auch immer ganz nett. So, und ich konzentriere mich mit meinem Blick aber nur immer auf diesen, auf die Schale, weil das Holz ist mir eigentlich gerade noch relativ egal. Jetzt gucken wir nochmal in die Effekte, was haben wir hier? Ja, können wir mal ein bisschen gucken. Ja, Klarheit, geil, geil, ballert. Nein, machen wir natürlich nicht. Klarheit machen wir noch so ganz wenig. Dunst gucken wir nochmal. Ja, Dunst bringt noch so ein bisschen Kontrast rein. Das finde ich auch noch ganz schön. Struktur und Schärfen ist grundlegend eine Sache, die ich immer empfehle, bei Handyfotos nicht zu machen. Weil Handyfotos meistens schon immer durch interne Prozesse gelaufen sind. Also das Handy hat meistens schon intern nachgeschärft, Farben korrigiert und gemacht. Von daher ist es immer sehr mit Vorsicht zu behalten. Also wenn ich jetzt hier die Schärfe schon hochdrehe, man sieht, dass es so sehr, sehr kriselig wird, ne? Also es wirkt schon sehr, 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 sehr hart und das wollen wir ja nicht. Also das heißt, die Schärfe lassen wir mal so. Das ist bei anderen, bei Fotos aus einer Spiegelreflex oder aus einer richtigen Kamera nochmal was anderes. Die müssen auch anders nachbearbeitet werden. Aber wir reden ja jetzt nur vom Handy. Okay. So, jetzt finde ich das Bild grundlegend erstmal ganz gut. Jetzt würde ich aber hier nochmal in die Masken reingehen und jetzt bringen wir den ganzen Ding hier noch einen Feinschliff bei. Jetzt sagen wir mal als erstes, Motiv auswählen. Ich glaube, Motiv auswählen ist eine Funktion, die nur funktioniert, wenn ihr die bezahlte Version der Adobe Cloud habt. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit das an sich in der kostenlosen Version funktioniert. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr die alle habt. Ansonsten, die kostet, glaube ich, um die 100 € im Jahr. Das ist jetzt, wenn man selber Fotos und Videos für sein Unternehmen erstellen möchte, dann ist das, glaube ich, eine Ausgabe, die noch am geringsten ist, weil die Technik, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ist teurer. So, jetzt gehen wir mal hier rein, machen wir den Untergrund ein bisschen dunkler und nehmen da auch ein bisschen, machen den noch ein bisschen wärmer, aber nehmen ein bisschen die Sättigung raus, dass er so ein bisschen in so ein warmes Grau gerät. Dann werden wir hier noch die Lichter ein bisschen runternehmen und vielleicht sogar. Ah, nee, das sieht verfälscht aus. Ein bisschen so ganz leicht die Schärfe, so minus 5, 4 ungefähr. Okay, so. Jetzt gehen wir wieder hier drauf und setzen sogar noch mal einen radialen Verlauf. Ja, wir haben ja das Licht, was von oben kommt und verstärken diesen Effekt noch mal, indem wir einfach in diesem Radialfilter hier noch mal ein bisschen das Licht reinbringen. Und dann würde ich noch eine dritte Maske machen über einen linearen Verlauf und hier noch ein bisschen die Schatten verstärken. So. Das finde ich ganz schön. Jetzt gehe ich hier einfach noch meine Farbeinstellung und mache das Ganze noch ein bisschen wärmer, weil es ein bisschen zu kalt ist. Und würde sagen, das ist unser fertiges, finales Foto. Je längerfristig ein Projekt für euch ist, desto mehr Energie und desto mehr Zeit solltet ihr auch in die Erstellung von Content generieren oder mehr Zeit solltet ihr investieren. Deshalb, gerade wenn es darum geht, ihr wollt ein Foto von euch haben, was auf eurer Webseite sein soll und was vielleicht in irgendwelchen Online-Artikeln sein soll, dann wäre meine Empfehlung ganz klar, geht zu einem Fotografen und lasst das da machen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt Social Media Content erstellen und wollt eure Arbeit zeigen, wie ihr in eurer Werkstatt oder in eurem Büro irgendwas produziert, was für die Kunden Mehrwert generiert, stellt ein Handy in die Ecke, macht eine Timelapse, macht eine Voice-Over drüber, haut das als Reel raus, gar kein Problem. Finden die Leute geil, finden die Leute nahbar, sieht nicht zu professionell aus, alles cool. Aber wenn ich auf eine Webseite gehe und sage, ich suche jetzt einen professionellen Fotografen für meine Hochzeit oder für mein Event oder für meine Firma und dann sehe ich da aber nur Handyfotos, dann denke ich mir, naja, gut, zu dem werde ich vielleicht nicht gehen. Und so geht es mir ja auch, wenn ich sage, ich suche jetzt einen Dienstleister, der mir meine Webseite gestalten soll, dann gehe ich ja auch dahin und suche mir jemanden raus, der selbst eine geile Webseite hat und selbst ein geiles Portfolio anbietet. Und werde eher zu denen gehen, als jemanden, der da nur auf seiner Webseite Skizzen hat. Also der hat die Webseite skizziert auf Papier und hat davon die Bilder oben und selbst keine gute Webseite. Dann würde ich natürlich zweimal überlegen, ob ich diese Person meine Webseite gestalten lassen soll. Allerdings, wenn diese Person in ihrem Instagram zeigt,
wie sie arbeitet, wie sie ihre Webseite gestaltet, indem sie erst Papierskizzen macht und dann den Kunden diese Papierskizzen zeigt, um daraus dann im InDesign, Illustrator, Photoshop, was auch immer, das erste Mockup gestaltet, um das dann wieder den Kunden zu schicken, damit der dann weiß, ah, okay, alles klar, so sieht das dann im virtuellen Raum aus und so sieht dann auch meine fertige Webseite aus. Das ist natürlich was anderes. Das bringt Vertrauen, das bringt Nahbarkeit und dann hat man auch gerade im Social Media die Möglichkeiten, dadurch Kunden zu gewinnen. Von daher, nicht das beste Produkt wird gekauft, sondern das, was am besten dasteht. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Hier seht ihr noch Kontaktdaten von mir und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und danke für eure Zeit.